Hallo, 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 hier ist wieder Showkeeper Noki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 23. September und ich bin der Sashi und das ist Till von Till und sein Vlog, den YouTube-Kanal unbedingt mal checken gleich. Am 23. September hat Geburtstag. Wer? Silvia Seidel. Kennst du Silvia Seidel? Silvia Seidel? Anna! Ach Gottchen, ja. Die Jüngeren unter euch sagen... Anna, wer ist denn das? Ja, das war damals die Weihnachtsserie im ZDF mit Silvia Seidel und Patrick Bach. Ja, das Ding überhaupt, ja. My love is a tango. Kennst du das Lied noch? Nee. Wie nee? Ja, nee. Wieso kennst du das nicht? Weil ich das nicht geguckt habe. Du hast es nicht geguckt? Nein, ich bin ein Junge. Ja, aber guck doch die Weihnachtsserie. Nein. Man hat damals die Weihnachtsserie geguckt. Ich guck doch kein Ballett. Hast du Patrick Bacard geguckt? Nicht bewusst. Hast du Silas geguckt? War das was mit einem Pferd? Silas war mit einem Pferd, das war Patrick Bacard. Guck mal da unten, der Typ, der da sitzt. Das ist Patrick Bacard. Patrick Bach. Und der hat Silas gespielt, der hat Jack Holborn. Kennst du das wenigstens? Jack Holborn habe ich als DVD zu Hause. Also hast du es geguckt? Nein, ich habe nur die DVD zu Hause. Genau. Ja. Hast du, Oliver Maas, hast du das geguckt? Nein. Der Typ, der da irgendwie... Tim Thaler war der Anfang. Ja. Ja, also. Mann, das war Silvia Seidel und man hat die Weihnachtsserie einfach zu gucken gehabt. Egal. Aber sie hätte Geburtstag. Sie hätte Geburtstag, genau. Also sie hat Geburtstag, aber sie lebt ja nicht mehr. Richtig. Ja, und am 23. September war noch was? Ja, und zwar ein ganz spektakulärer Boxkampf, an dem man sich natürlich zurückerinnert, weil es... Quasi der blutigste Boxkampf überhaupt. Wow. Arthur Abraham. Genau. Ja. Mit zweifachem Kieferbruch. Alter, aber er hat gewonnen. Hat er gewonnen. Ja, es war ein Weltmeisterschaftskampf, glaube ich, oder sowas, ne? Genau. Mit zweifachem Kieferbruch hat er das Ding noch irgendwie rumgerissen und hat es dann irgendwie, hat er per K.O. oder per... Nee, nach Punkten. Nach Punkten hat er gewonnen, ja, okay. Hammer hat, also da hat er, glaube ich, Legendenstatus dann erlangt, auf der jeden Arthur Fall. Abraham. Krass. Also sich so lange auf die Fresse zu hauen... bis man zweimal den Kiefer gebrochen hat. Das war irgendwann mitten im Kampf. Und dann noch weiterzumachen. Das ist Hammer. Krass. Also das, Hut schon, ab. Schon geil. Aber am 23. September ist auch Feiertag in Japan. Ah. Und in Japan der Feiertag ist, bedeutet da der Herbstanfang. Ja, hier sehen wir Japan. Ne? Der Berg ist, was für ein Berg? Ich nehme mal an, dass es dürfte der Fujiyama sein. Der Fujiyama! Ich habe gedacht, du sagst Kilimanjaro. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall, in Japan ist heute Feiertag. Und was ist noch am 23. September? Ja, das ist wieder eins der wichtigeren Themen, deshalb darf ich das sagen. Ja, deswegen bist du ja da. König Wilhelm I. hat am 23. September 1862 Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Oh. Ja. Da sehen wir hier. Da ist er, der Wilhelm. Wilhelm der Erste hat so eine komische Locke da hinten dran. Wieso haben die denn so komische Locken da hinten dran? Aber auf jeden Fall ist der Bismarck am 23. September zum... Was ist er geworden? Ministerpräsident von Preußen. Naja. Ist ja mal eine Information, mit der man an der Theke angeben kann. Richtig. Ja. Alles am 23. September. Also wenn ihr heute einen trinken geht, müsst ihr diese Information mitnehmen. Dann kriegt ihr jede. Oder jeden. Wie ihr wollt. Weil schlau gewinnt. Schlau gewinnt. Und ansonsten müsst ihr euch halt noch die DVD-Box von was auch immer. Jack Holborn war es doch. Nee, sind wir von Anna. Von Anna, viel besser. Anna. Anna oder von Patrick Bacard. Oder von Silas. Oder von Tim Thaler. Oh, ach komm. Kauft sie alle. Cheerio, Miss Sophie.